Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 13. Mai 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweit fanden seit Freitag letzter Woche Aktionen und Veranstaltungen mit Blick auf das Gedenken an den Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai und den Tag des Sieges am 9. Mai statt, schreibt Arnold Schölzel in der Jungen Welt. So trat das Parlament des brasilianischen Bundesstaates São Paulo aus diesem Anlass zu einer Sondersitzung zusammen. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zogen am Samstag etwa 40 Teilnehmer eines unsterblichen Regiments durch die Stadt. Eine ähnliche Aktion fand im israelischen Tel Aviv statt. Bereits am Freitag hatten die Botschafter mehrerer ehemals sowjetischer Republiken sowie israelische Organisationen Kränze an einer Stelle im Wald der Roten Armee in der Nähe Jerusalems niedergelegt. Der russische Botschafter Anatoly Viktorov erklärte bei dieser Gelegenheit, dass dies lange Zeit die einzige Gedenkstätte dieser Art in Israel gewesen sei. Heute gäbe es landesweit 60. Auch in der Bundesrepublik kündigten zahlreiche Kommunen und Organisationen in Ost und West Gedenkaktionen für beide Tage an. In Hamburg wird der 8. Mai als offizieller städtischer Gedenktag begangen. Wie im vergangenen Jahr macht Berlin eine unrühmliche Ausnahme. Die Polizei der Hauptstadt hatte am Freitag das Zeigen von Flaggen unter anderem der Ukraine, Russlands und der Sowjetunion an sowjetischen Ehrenmalen per Allgemeinverfügung untersagt. Das Verwaltungsgericht Berlin hob am selben Tag das Verbot für ukrainische Flaggen auf, am Sonntag auch das für russische Fahnen. Die Polizei akzeptierte die Entscheidung im ersten Fall der ukrainischen Symbole, aber nicht im zweiten und ging laut Angaben der Behörde in die nächste Instanz. Der Landesverband der Berliner DKP beantragte am Sonntag bei Polizei und Gericht die Verfügung, das Zeigen der Flagge der ehemaligen UdSSR die das Zeigen der Flagge der ehemaligen UdSSR verbietet, aufzuheben. Die Berliner Behörden näherten sich mit ihren Verboten dem Umgang mit beiden Tagen in der Ukraine und Polen. So verabschiedete das Kiewer Parlament am Mittwoch noch nach Angaben von Kultusminister Alexander Tkachenko ein Gesetz, das den Abriss von Denkmälern mit russischem oder sowjetischem Bezug erleichtert. Im Rahmen der 2015 angeordneten Entkommunisierung wurden demnach bis Anfang 2022 bereits mehr als 2500 Denkmäler abgerissen und die Namen von mehr als 900 Siedlungen und von rund 50.000 Straßen geändert. Ende 2022 hatte Tkachenko mitgeteilt, dass 28 Denkmäler für Alexander Puschkin, 9 für Maxim Gorki sowie Dutzende für sowjetische Befreier im selben Jahr beseitigt wurden. Ähnliches geschieht in Polen. Dort überwachte Karol Nawrocki, Chef des Instituts für Nationales Gedenken IPN, am Freitag persönlich die Sprengung eines Obelisken, der in Głubczyce Wojewodschaft Opole an 676 gefallene Rotarmisten erinnerte. Bereits im Oktober 2022 war in dem Ort ein anderes Denkmal für sowjetische Soldaten abgerissen worden. Nawrocki sprach am Freitag von einem Propagandaobjekt und behauptete, es ist ahistorisch, weil es sich auf Ereignisse bezieht, die nicht stattgefunden haben. Er empörte sich darüber, dass das im Herbst beseitigte Denkmal vor einigen Jahren noch mit Hilfe von Zuschüssen der EU renoviert worden sei. Am Sonntag forderte die Partei Die Linke bundesweit und in der EU den 8. Mai zu einem Feiertag für Befreiung und Antifaschismus zu erklären. Der Co-Vorsitzende Martin Schirdewan erklärte, das hätte Symbolwirkung über unsere Grenzen hinaus. In 3 EU-Ländern, Frankreich, Slowakei und Tschechien, ist der 8. Mai bereits gesetzlicher Feiertag. In der Debatte um Pseudolinke und woke Politik wird oft ein linksliberales Milieu beschrieben, das es gar nicht gibt. Die grünen Kriegstreiber und Corona-Hardliner, die die sozialen Fragen nicht stellen, sie und ihre Gefolgschaft sind weder links noch liberal, schreibt Tobias Riegel in einem Kommentar für die Nachdenkseiten. Die Zeit hat unter dem Titel Wirk
einen Gastbeitrag der Literatursoziologin Caroline Amlinger und des Soziologen Oliver Nachtwey veröffentlicht. Die These, die Linksliberalen seien das neue Feindbild im politischen Diskurs. Ihre Kritiker würden nun eine publizistische Infrastruktur des Anti-Linksliberalismus aufbauen. Weil der Artikel einige Verbreitung findet und weil in ihm einige Probleme der aktuellen politischen Kommunikation, etwa die Begriffsumdeutung von rechts und links, besonders deutlich werden, gehen wir hier darauf ein. Beispielhaft für viele andere Beiträge zum Thema. Das dort beschriebene Milieu ist weder links noch ist es liberal. Grün ist das neue Rechts, wie Hannes Hofbauer kürzlich beschrieben hat. Dieser Befund wird aber von fast allen großen Medien vernebelt. Es wird einfach darauf beharrt, dass der grüne Zeitgeist als links zu gelten hat. Dabei ist hilfreich, dass das Wort links längst durch Umdeutung seiner klassischen Bedeutung beraubt wurde. Dass auch die Bedeutung des Begriffs liberal verändert wurde, hat die FAZ beschrieben. Zitat: Die Paradoxie wird nicht mehr wahrgenommen, weil auch liberal mittlerweile einen klammheimlichen Bedeutungswandel durchlaufen hat. In Verbindung mit links bezeichnet es keine freiheitliche Gesinnung mehr, sondern nur noch eine distanzierte Haltung zum Antikapitalismus der klassischen Linken. Gekoppelt mit einem Habitus der Offenheit suggeriert, aber Meinungsfreiheit oft genug im Sinne Mark Twains versteht. Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen, vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir. Zitat Ende. Die Wirkung der durch die Grünen dominierten Regierungspolitik ist bekannt und niederschmetternd. Ein Wirtschaftskrieg mit potenziell fatalen Folgen für die deutschen Bürger, eine radikale und brandgefährliche Parteinahme in einem Krieg, der nicht der unsere ist. Ein Verrat am Umwelt- und Klimaschutz, die Ignoranz gegenüber der sozialen Frage, die Dominanz der Militaristen, die Unterwerfung unter für Europa zerstörerische US-Interessen, die Diffamierung von Regierungskritikern und so weiter. All das ist nicht links. Wer aber dagegen eintritt, der wird heute, wie man weiß, als rechts dargestellt. Gegen viele Aspekte woker Politik ist nichts zu sagen. Initiativen gegen Rassismus sind prinzipiell gut. Das Problem ist die Überbetonung und die tarnende Wirkung, die davon ausgeht. Man kann heute schlimme politische Dinge anstellen, von Kriegstreiberei bis zur Zensur, solange man nur in Regenbogenfarben daherkommt und die richtigen Phrasen zur Pluralität im Mund führt. Verniedlichung und Entpolitisierung nutzt auch der Zeitbeitrag. Wer wollte der folgenden unschuldigen Gruppe schon fragwürdiges Verhalten unterstellen, dass sie gleichzeitig Russenhass, Waffenlieferungen und an einer für benachteiligte Bürger und die Umwelt potenziell fatalen Wirtschaftspolitik anhängen, könnte dabei untergehen. Zitat: In diesem Text geht es um eine gefährliche Gruppe. Ihre Mitglieder fahren Lastenfahrräder. Bei ihnen kommt nur bio und fair gehandelt in den Jutebeutel. Sie tragen gerne Funktionsjacken, quälen ihre Kinder mit Holzspielzeug und wollen allen anderen den Spaß am Leben verderben. Zitat Ende. Der hierzulande durch Wirtschaftskrieg, Aufrüstung, US-Unterwerfung und Klimapolitik abfließende Wohlstand geht ja nicht zu den Bedürftigen dieser Welt. Was soll also daran links sein, wenn nun noch mehr Geld aus der deutschen Volkswirtschaft zu internationalen Konzernen fließt? Die angekündigte grüne Verarmung, die unter anderem in diesem Kommentar verteidigt werden soll, ist also in keiner Hinsicht eine soziale Tat, sondern sie wirkt im Gegenteil reaktionär, weil der abfließende Wohlstand zu Superreichen geht. Dann aber potenziell im Sozialsystem hierzulande fehlen könnte. Die Forderungen nach sozialen Kürzungen werden bald zunehmen. Werden in diesem Ansatz etwa die zentralen linken Inhalte beschrieben? Eine neue Koalition entsteht, die sich auflehnt. Gegen Gendern, Klimaproteste, Transrechte, Fleischverzicht in der Kantine und Einschränkung des individuellen PKW-Verkehrs. Das Feindbild, das viele Menschen vereint, die sonst wenig miteinander gemein haben, ist eindeutig zu erkennen. Der Linksliberalismus. Zitat Ende. Wir fassen zusammen. Laut dem Kommentar, und ich denke, diese Einstellung ist inzwischen auch bei vielen normalen Bürgern erschreckend weit verbreitet, bedeutet linksliberal, also irgendwie links, Folgendes.
Gendern, Klimaproteste, Transrechte, Fleischverzicht in der Kantine und Einschränkung des individuellen Pkw-Verkehrs. Der Text bekräftigt und illustriert über weite Strecken und mit wenigen Einschränkungen genau das, was er entkräften möchte. Den Eindruck, dass der pseudolinke Zirkus von viel relevanteren Themen ablenken soll. Die zentrale Kritik richtet sich zuallererst und unter vielem anderen gegen zusätzliche soziale Verarmung, Benachteiligter als mögliche Folge der grünen Sanktions- und Wirtschaftspolitik und gegen die radikale und gefährliche Kriegstreiberei in Wort und Tat. Dazu kommt noch das Verhalten von Grünen und anderen pseudolinken Corona-Hardlinern, die es versäumt haben, sich den Auswüchsen dieser grotesken Politik entgegenzustellen. Das Verhalten vieler Pseudolinker bei Corona hat einer bereits angeschlagenen parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken einen harten Schlag versetzt. Ein weiterer Schlag erfolgt aktuell durch die Haltung des pseudolinken Flügels der Partei Die Linke zur NATO. Die Partei Die Linke hat gute soziale Forderungen im Programm, aber nach außen wird das dadurch überdeckt, dass von einigen lauten Akteuren Identitätspolitik massiv in den Vordergrund gedrängt wurde. Auch wegen des schrillen Verhaltens von Teilen der parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken wurde links mancherorts fast schon zum Schimpfwort, auch für manche politisch Vernünftige, die sich selbst als politisch links definieren. Dass das Verhalten dieser Pseudolinker in unverantwortlicher Weise die AfD stark macht, ist längst bekannt. Kritiker der ablenkenden Übertonung und von der Identitätspolitik beschreibt die Zeit und sinngemäß viele andere Medien so. Diese Neodissidenten würden sich als Ausgestoßene präsentieren. Momentan entstehe eine publizistische Infrastruktur des Anti-Linksliberalismus, die diskursiven Räume einer anti-linksliberalen Dissidenz, die vermeintlich verstoßenen Intellektuellen, die anti-linksliberale Matrix. All das sei eine Koalition der Grollenden. Sogar die Nachdenkseiten werden von den Autoren in diese grollende Querfront-Koalition eingeordnet. Dabei beschreiben die Autoren auch selber, wie alles Linke und alles Liberale aus dem Linksliberalismus entfernt wurde. Trotzdem bleiben sie stur bei dem irreführenden und völlig entleerten Begriff. Zitat: Der heutige Linksliberalismus ist nicht mehr pazifistisch. Ehemals Friedensbewegte lassen keine Gelegenheit aus, mehr militärische Aufrüstung zu fordern. Und war der alte Sozialliberalismus noch dezident marktkritisch, sind Teile des Linksliberalismus der Gegenwart vergleichbar mit dem Hinweis auf einer Lebensmittelverpackung, kann Spurenelemente von Sozialpolitik enthalten. Aus der vielschichtigen, mit der sozialen Frage verknüpften Emanzipationsperspektive diskriminierter Gruppen ist eine verengte Diversitätspolitik geworden. Zitat Ende. Riegel zieht das Fazit: Wir müssen uns unsere Begriffe zurückerobern. Oder wir müssen neue finden. Denn es ist gelungen, die politische Kommunikation durch Umdeutungen in ein verwirrendes Labyrinth und einen hysterischen Zirkus zu verwandeln. Über Vorgänge innerhalb der Partei Die Linke schreibt die Junge Welt: Es kann sein, dass ein etwas in die Jahre gekommenes Stadtteilzentrum am östlichen Rand von Hannover in einer womöglich demnächst fälligen Chronik des Auseinanderbrechens der Partei Die Linke einen wichtigen Platz einnehmen wird. Am Samstag haben sich hier die Vertreter einer linken Opposition, die die Linie des aktuellen Parteivorstandes grundsätzlich ablehnt, zusammengesetzt. Zur Konferenz Was tun? Die Linke in Zeiten des Krieges hatte die Sozialistische Linke als bundesweite Strömung und oppositionelle Zusammenschlüsse aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen eingeladen. Etwa 250 Menschen kamen aus allen 16 Bundesländern, wie die Organisatoren versicherten. In der Hauptsache geht es an diesem Tag um die Frage, ob die Partei, in der einige hier seit Jahrzehnten aktiv sind, noch zu retten ist. Ob es sich also noch lohnt, in dieser Partei für die eigenen Positionen zu kämpfen oder ob die noch verbliebene Kraft sinnvoller eingesetzt ist, wenn man etwas Neues aufbaut. Besser vernetzen will man sich auf jeden Fall und am Ende ist das auch das wesentliche Ergebnis dieses Tages. Ein Was-tun-Netzwerk soll entstehen. Dass man alle enttäuschen müsse, die angenommen haben, dass hier und heute eine Klärung in Richtung einer neuen Partei stattfindet, hat die Moderation gleich am Anfang signalisiert. Das Neue jedoch
Das ist jedem Teilnehmer klar, ist eng an die halböffentlichen Überlegungen der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht gekoppelt, mit der Linkspartei zu brechen. Allerdings zeigt sich an diesem Tag auch, dass der alleinige Fokus auf Wagenknecht, der für viele Medien und den liberalen rechten Flügel der Partei kennzeichnend ist, den allermeisten Genossinnen und Genossen hier fremd ist. Wagenknecht wendet sich nach der Mittagspause mit einem aufgezeichneten Grußwort an die Teilnehmer, die das mit Beifall aufnehmen. Aber es wäre irreführend, würde man behaupten, bei der Debatte am Samstag seien lediglich Wagenknechts bekannte Positionen repetiert worden. Fast durchweg spürbar ist das Bemühen, sich einen eigenen Reim darauf zu machen, wie die Partei in diese Existenzkrise geraten ist. Auch Selbstkritik wird am Saalmikrofon angemahnt. Was hat man in all den Jahren falsch gemacht? Darüber sei noch gar nicht gründlich nachgedacht worden. Und das sei enttäuschend. Ein Genosse aus Baden-Württemberg sagt, man sei dabei, sich mit der Parteigeschichte zu beschäftigen, um die Frage besser beantworten zu können. Andere stellen die Frage, wie man eigentlich verhindern wolle, dass eine eventuell entstehende neue Partei in 10 Jahren wieder an diesem Punkt ist. Illusion über die Lage der Linkspartei hat von denen, die sich am Samstag zu Wort melden, niemand mehr. Die Partei oder das, wofür der Parteivorstand inhaltlich steht, wird als systemkonforme Opposition beschrieben. Mal als linksliberaler Flügel des herrschenden Blocks, mal als Kraft, die die Friedensbewegung bewusst behindert und spaltet. Benannt werden auch immer wieder Erscheinungsformen der Organisationskrise. Austritte in Größenordnungen nach allen Richtungen. Genossen, die angesichts der politischen Verödung der Partei resignieren und inaktiv werden. Kreisvorstände, die nur noch aus Studenten bestehen. Eine Rednerin sagt, es kämen Leute in Vorstände, die erst vor 6 Wochen in die Partei eingetreten sind. Viele Redebeiträge konstatierten direkt und indirekt die Niederlage des linken Parteiflügels. Das alte Mantra bei Versammlungen der verschiedenen linken Zusammenschlüsse, dass nämlich die Fraktionen und Vorstände das Problem seien, die Basis den Anpassungskurs aber mehrheitlich ablehne, ist am Samstag kaum noch zu hören. Ein Teilnehmer stellt fest, die sozialistische Linke erreiche mit ihren Bündnispartnern vielleicht noch 25% der Parteimitglieder. Die Partei habe sich in ihrer Zusammensetzung völlig verändert, sagt ein anderer. Dazu passt, dass einige Teilnehmer ihre Stellungnahmen mit der Erklärung beginnen, sie seien inzwischen ausgetreten. Aber es gibt auch die, die meinen, dass man den Rechten in der Partei diesen Gefallen nicht tun sollte. Wolfgang Abendroth wird zitiert. Ein Sozialist lasse sich rausschmeißen, aber gehe nicht einfach so. Konsens besteht freilich darüber, dass sich der linke Flügel endlich besser abstimmen und organisieren muss. Und es sei, sagt ein Teilnehmer am Rande gegenüber der jungen Welt, sehr bedauerlich, dass wichtige Zusammenschlüsse wie etwa die Kommunistische Plattform, die nicht mit zu der Konferenz eingeladen hat, sich in dieser entscheidenden Frage so auffällig zurückhalten. Während allerdings nicht wenige zu gänzlich mit der Partei abgeschlossen haben und davor warnen, dass sich das Zeitfenster, in dem es möglich ist, einen Neuanfang mit Aussicht auf Erfolg anzugehen, irgendwann schließen wird, wollen andere noch einen Fraktionskampf in der Partei führen und die offene Auseinandersetzung mit den Karrieristen im Parteivorstand suchen. In der Abschlusserklärung wird noch einmal festgestellt, dass der Parteivorstand große Teile des Parteiapparats, auch Teile der Bundestagsfraktion, in wesentlichen Fragen eklatant versagen. Grundlegende friedenspolitische Positionen des Erfurter Programms würden nach und nach aufgegeben. Immer weniger werde die Partei als eine glaubwürdige Alternative zu Kapitalismus und Imperialismus wahrgenommen. Aber hier wird noch die Möglichkeit offen gelassen, dass die Partei zu grundlegenden Aussagen ihres Erfurter Programms zurückfindet. Neben den Wortmeldungen der Teilnehmer, denen breiter Raum gegeben wurde, gab es am Samstag auch einige gesetzte Redebeiträge. Arthur Pech, Mitglied des Ältestenrates von Die Linke und im Brandenburger Karl-Liebknecht-Kreis aktiv, wies den Vorwurf zurück, wir würden die Partei spalten. Man verteidige eine Partei, die den sozialistischen Traditionen der Arbeiterbewegung verpflichtet ist und leiste Widerstand gegen eine Politik, die das Gedenken an Karl-Liebknecht und Rosa Luxemburg missbraucht. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dardelen stellte fest, dass der Krieg in der Ukraine die von führenden Leuten betriebene Verwandlung der Partei Die Linke von einer Friedens- in eine Kriegspartei beschleunigt habe. Die Partei vollziehe im Zeitraffer die Entwicklung der SPD und der Grünen hin zu einer Akzeptanz und Einforderung einer militarisierten deutschen Außenpolitik. Und wie bei den Grünen sei zu beobachten,
dass man sich in der Tradition von Konvertiten an die Spitze zu setzen versuche. Diese Linke suche das Bündnis mit dem Hauptfeind, der im eigenen Land steht. Einige seien bereit, beim Anpassen ein Überangebot zu liefern. Bodo Ramelow rede mit seiner Interviewäußerung, Putin habe vollzogen, was Hitler nicht geschafft habe, einem Geschichtsrevisionismus das Wort, gegen den selbst Ernst Nolte als Waisenknabe dastehe. Die Leute, die einem jahrelang erklärt haben, hätten, der Imperialismusbegriff sei überholt, entdeckten ihn wieder als russischen Imperialismus im Fahrwasser von Olaf Scholz. Wer wie die Führung der Linkspartei den Wirtschaftskrieg an der Seite des US-Imperialismus mittrage, mache sich mit Blick auf die eigenen sozialen Forderungen völlig unglaubwürdig und werde von der Arbeiterklasse als Teil des Problems wahrgenommen. Dadelins Schlussfolgerung: Es brauche eine Kraft, die kein Bündnis mit dem Hauptfeind eingehe, sorgte prompt für Aufregung. Ihr Satz, unsere historische Verantwortung sei es, einer Partei, die zur Kriegspartei mutiert, nicht auch noch Legitimität zu verleihen, wurde von einer Kollegin des Neuen Deutschlands bei Twitter angeführt und so gedeutet, als habe die Abgeordnete damit sehr deutlich die Abspaltung von Die Linke gefordert. Dadelin meldete sich nochmal zu Wort und verbat sich unter Beifall von der Bühne herunter solche Fake News. Einige Teilnehmer empörte die Interpretation sichtlich. Man betreibe hier mit Vorsatz die Abspaltung. Kein Mensch zweifelte bei der Konferenz am Samstag daran, dass die Spalter im Parteivorstand und in dessen Umfeld sitzen. Wagenknechts Grußwort fiel im Vergleich gewiss zur Enttäuschung vieler externer Beobachter eher unspektakulär aus. Die Linke habe sich einst aus der Ablehnung der Schleifung des Sozialstaates durch eine rot-grüne Regierung, die auch Kriege führte, gegründet. Nun regierten wieder SPD und Grüne und Teile der Linkspartei stimmten ein in den Chor jener, die Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland fordern. Das sei mit dem Programm nicht vereinbar. Was aber mehr spalte als alles andere sei, dass führende Leute der Partei Stichworte lieferten für Schmutzkampagnen. Sie fürchte, dass Appelle, sich doch auf Gemeinsamkeiten zu besinnen, den Niedergang nicht aufhalten. Davon allerdings musste sie am Samstag keinen ihrer Zuhörer mehr überzeugen. Versuche, die Pressefreiheit in Deutschland zu beschneiden und die Friedensbewegung zu kriminalisieren, sind in den letzten Aprilwochen erfolgreich abgewehrt worden, schreibt die Zeitung Unsere Zeit. In Kiel hatte der Journalist Patrick Barb gegen den Widerruf seines Lehrauftrags für praktischen Journalismus durch die Christian-Albrechts-Universität CAU geklagt und gesiegt. Barb war im September 2022 zu Recherchezwecken für ein Buchprojekt in den Volksrepubliken des Donbass unterwegs gewesen. Der Aufenthalt fiel in die Zeit, in der dort Referenden über einen möglichen Anschluss an die Russische Föderation stattfanden. Das Online-Portal T-Online berichtete als erstes Medium in Deutschland über Barbs Aufenthalt und nannte ihn zusammen mit anderen einen Wahlbeobachter. Die CAU ging auf Distanz und kündigte den Lehrauftrag. Wie das Online-Portal Hintergrund.de berichtet, wies der vorsitzende Richter in Schleswig ausdrücklich darauf hin, dass Barb seinen Lehrauftrag für seine Haltung bekommen habe, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Nun distanziere sich die CAU. Dabei könne man einem Journalisten eine Recherchereise nicht untersagen. Die Hintergründe der Reise seien vor der Entscheidung der Universitätsleitung nicht vollumfänglich aufgeklärt worden. Der Hochschule wurde auch untersagt, eine Stellungnahme zu verbreiten, in der sie sich von dem Journalisten distanziert. Barb zeigte sich laut Hintergrund.de erfreut über das Urteil. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat damit die Pressefreiheit gestärkt. Ich danke der Kammer für die souveräne Vorbereitung und trennscharfe Durchführung der Verhandlung. Rechtskräftig ist der Richterspruch noch nicht. Die beklagte Kieler Uni kann die Zulassung der Berufung beantragen. Unklar ist auch, ob Barb einen neuen Lehrauftrag erhält und im kommenden Wintersemester wieder angehenden Journalisten unterrichten darf. In Berlin hat sich der Friedensaktivist Heinrich Bücker
vor dem Amtsgericht Tiergarten mit seinem Widerspruch gegen einen Strafbefehl von über 2.000 € durchgesetzt. Die politische Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft hatte Bücker vorgeworfen, mit einer Rede auf einer Gedenkveranstaltung gegen § 140 des Strafgesetzbuches verstoßen und sich der Billigung von Straftaten schuldig gemacht zu haben. Bücker hatte anlässlich des Jahrestags des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die UdSSR darauf hingewiesen, dass Deutschland heute in der Ukraine die Nachfolger jener faschistischen und russophoben Kräfte unterstütze, mit denen die Nazis bereits während des Zweiten Weltkriegs kooperiert hatten. Stichwort etwa Stepan Bandera. Dem zu Ehren in der Ukraine heute Denkmäler gesetzt und Fackelmärsche veranstaltet werden. Bücker sprach sich gegen Waffenlieferungen und eine weitere Eskalation des Stellvertreterkrieges gegen Russland aus. Seine Aussagen hätten das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima der Bevölkerung aufzuhetzen, hieß es in der Begründung der ursprünglichen Fängengeldstrafe. In seiner ausführlichen, von der Richterin wiederholt unterbrochenen Einlassung verwies Bücker auf die politische Dimension seiner Kriminalisierung. Würde ich hier schuldig gesprochen werden, so stellte dies einen außerordentlichen Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes dar. Dort ist festgeschrieben, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Der Freispruch erfolgte mit dem ausdrücklichen Hinweis der Richterin, dass Bückers Zuschreibungen des Ukraine-Krieges falsch seien. Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führe und Putin ein Kriegsverbrecher sei. Das Potenzial der Rede, das psychische Klima der Bevölkerung aufzuhetzen, sei allerdings aufgrund des begrenzten Zuhörerkreises im Treptower Park nicht gegeben. Bücker habe ja nur seine Fans erreicht, aber kein einziger Ukrainer sei anwesend gewesen, so die Richterin wörtlich. Bückers Rechtsbeistand sprach gegenüber der Tageszeitung Junge Welt von einem Pyrrhus-Sieg, der allein auf der angeblichen Unbedeutendheit des Ortes der Rede fußte. Prozessbeobachter der Initiative Meinungsfreiheit verteidigen begrüßten den Freispruch für Bücker, gleichwohl sei der Prozessverlauf eine juristische Farce und die Urteilsbegründung kein Grund zum Feiern. Tatsächlich dürfte der Freispruch der internationalen Aufmerksamkeit geschuldet sein, die der Berliner Kriminalisierungsversuch in den vergangenen Wochen erhalten hatte. Klar ist, der Kampf um freie Meinungsäußerung muss weitergehen. Es folgen einige internationale Meldungen. Neues von der Front. Unmittelbar vor den Feiern zum 78. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai haben die russischen Streitkräfte die Angriffe auf Ziele in der Ukraine verstärkt, berichtet die Junge Welt. Agenturen berichteten am Montag von dutzenden Luftangriffen. Laut Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurde allein die ukrainische Hauptstadt mit 36 Drohnen attackiert. Alle hätten von der ukrainischen Abwehr abgefangen werden können, behauptete Klitschko. Zudem verstärkten russische Truppen ihren Beschuss in Bachmut bzw. Artjomovsk. Jewgeni Prigoschin hatte am Wochenende die Drohung zurückgezogen, seine Wagner-Einheiten von dort abzuziehen, sollten sie nicht größere Mengen Munition erhalten. Von ukrainischer Seite hieß es, man rechne mit einer weiteren Intensivierung der Angriffe in der ostukrainischen Stadt. Gelinge es Russland, sie zu erobern, sei dies für Moskau eine willkommene Erfolgsmeldung zum 9. Mai. Unterdessen hat Moskau erste Evakuierungen aus der Region Saporischschja bestätigt. Deren Verwaltungschef Jewgeni Balski teilte am Montag mit, es seien 1.679 Menschen, darunter 660 Kinder, aus dem Gebiet rings um das dortige Atomkraftwerk vor sich häufendem Beschuss in Sicherheit gebracht worden. Sie hielten sich nun in einer temporären Einrichtung in Berdjansk am Asowschen Meer auf. Die Region Saporischschja gilt als möglicher Schauplatz der seit Monaten angekündigten ukrainischen sogenannten Frühjahrsoffensive, von der Prigoschin am Montag erneut behauptete, sie habe bereits begonnen. Ein mögliches Ziel einer Offensive, sollte sie denn stattfinden, wäre es, die Landbrücke aus dem russischen Kernland auf die Krim zu durchbrechen. Das könnte die Ukraine mit einer Offensive in der Region Saporischschja versuchen. Laut einem Vertreter der russischen Behörden dort trafen russische Raketen gestern ein Vorratslager und ukrainische Stellungen in der Kleinstadt
Orichiv südöstlich der Gebietshauptstadt Saporischschja. In der Ukraine, wo die Feiern zum Sieg über Nazi-Deutschland in Anpassung an Westeuropa bereits am Montag stattfanden, nutzte Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Ansprache, um einmal mehr Russland in eine Reihe mit dem deutschen Faschismus zu stellen. Das alte Übel, das das moderne Russland zurückbringt, werde genauso zerschlagen werden, wie der Nationalsozialismus zerschlagen wurde, tönte Selenskyj. Zwar kenne niemand das Datum, doch werde es ein Fest für die ganze Ukraine, ja für die ganze freie Welt sein. An diesem Dienstag will der ukrainische Präsident zum bereits fünften Mal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew empfangen, wo der 9. Mai von nun an als Europatag begangen werden soll. Von der Leyen werde erneut die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine bekräftigen, hieß es. Gleichfalls am Montag wurde bekannt, dass die EU im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg das mittlerweile 11. Sanktionspaket und in diesem Kontext weitere Sanktionen gegen China vorbereitet, wie die Financial Times berichtete. Die Kommission schlägt Maßnahmen gegen 8 Unternehmen aus der Volksrepublik vor, darunter auch Firmen aus Hongkong. Als Grund wird genannt, sie lieferten Produkte nach Russland, die für die Produktion von Waffen genutzt werden könnten. Die ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten sollen am Mittwoch darüber beraten. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, forderte die EU auf, die Sanktionspläne zurückzuziehen. Andernfalls kündigte er entschlossene Maßnahmen an. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.